Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Road to Silver hier auf meinem Kanal. Ihr seht alle Spiele. Das letzte lief nicht so geil. Vielleicht lag es auch ein bisschen an mir. Aber jetzt wird's besser. Ich fühle das. Weil wir haben jetzt Thai Food im Team. Kann man nur gewinnen. Und ihr kennt das Format. Ihr seht alle Spiele. Alle Niederlagen. Alle Gewinne. Gewinne, Gewinne, Gewinne. Und wir hoffen jetzt mal, dass wir erneut gewinnen. Denn das letzte Mal haben wir ein bisschen auf den Dötz bekommen. Und ja, denn da entsprang noch eine hitzige Diskussion am Ende in dem Chat. Und, oh, da kann ich Solo-Lane nehmen, cool. Darüber, dass eben einer bei uns sehr toxisch war und einer aber die richtigen Ansagen gemacht hat und gesagt hat, pass auf, bringt doch nichts, toxisch zu sein, sondern gebt euer Bestes und spielt weiter, ne? Und er sagt auch so, toxisch bringt niemandem was. Und da hat er auch vollkommen recht. So. Weil diese toxischen oder diese Leute, wohin in dem Fall zum Beispiel, das ist immer am besten, kannst du immer wieder wiederholen. Bei denen sind immer alle anderen sind Noobs. Alle im gesamten Team. Irgendjemand stirbt, du bist ein Noob. Nächstes Mal stirbt ein anderer, der ist auch ein Noob. Kurz da eine Randinfo dazu. Der Typ stand am Ende 0 zu 4. Ja? Also, ist jetzt nicht so, dass er das rausgerissen hat bei uns. Aber sich über alle anderen beschweren, das sind immer die anderen schuld. Es sind immer die anderen schuld, weißt du? Und das kann ich nicht ab. Ich weiß selber, dass ich letzte Runde scheiße gespielt habe. Ich habe selber gesagt, Jungle ist nicht so meine Rolle. Ich hatte keinen Zugriff. Ich habe dann vielleicht auch ein, zwei Mal ein bisschen wenig Support bekommen. Okay. Aber ja. Kannst du es ja nicht nur darauf schieben. Victory is assured. Und ja, ich weiß dann zum Beispiel, wenn ich irgendwo ganke und ich bekomme eben keine Hilfe von der Lane, die da gerade ist. Okay, der Laner ist halt vielleicht gerade nicht so gut. Oder hat es nicht gesehen. Was bringt es mir, ihn zu flamen? Das Einzige, was ich halt machen kann, ich weise ihn nicht darauf hin, pass auf, wenn ich da hinkomme, ne, ich greife an, komm nächstes Mal bitte einfach mit. Das kann ich ja machen. Irgendwelche hilfreichen, konstruktiven Tipps geben. Aber direkt zu sagen, er ist ein Noob. Also, wenn ich jemanden beleidige, dann hilft er mir. Weißt du, das ist einfach in der Natur des Menschen. Wenn du ihn beleidigst, dann hilft dir jemand. Das ist Natur. Wisst ihr? Versteht ihr? Ja, ihr müsst einmal Leute beleidigen hier im Spiel. Dann könnt ihr was gewinnen. Ja. Das ist der Punkt, weswegen die Leute das nicht, also dass die Leute das nicht raffen, ne? So, du kannst ja auch nicht auf der Straße, wenn du hingefallen bist und sagst zu jemandem, ja, heb mich auf, du Hurensohn, dann hebt er dich bestimmt nicht auf. Hallo? Dann geht der einfach weiter und was weiß ich, ne? So, dann, aber das raffen die Leute halt nicht, so. Aber ja, das ist so leider diese toxische Seite, dieser Untergrund, der sich unten am Boden, siechen im Boden von Paragon abgezeichnet hat oder von MOBAs allgemein. So, die Bronzespieler, die 0 zu 4 stehen und alle flamen, weißt du, dass alle anderen scheiße sind, alle sind scheiße. Und wenn der Typ stirbt, dann ist nicht er schuld, alle anderen sind schuld. Selbst der aus der letzten Runde noch. Versteht ihr? Er selber ist immer Pop. Immer der Geilste. Der geilste Mager, Alter. Alle küssen ihm die Füße. The Battle of Agnes of Light will begin soon. In the name of the hero, seize victory. Egal. Diskussion jetzt beendet. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine.
Und jetzt spielen wir los. Neue Runde, neues Glück. Wir sind dieses Mal auf der Solo-Lane. Gucken wir mal, wie das funktioniert. Wir haben gegen uns... Immer wenn ich Solo-Lane spiele, habe ich einen Carry gegen mich. Wie kann das sein? Wie kann es sein? Ich habe Murder gegen mich. Oder Sparrow, eins von beiden, aber ich vermute eher Murder. Wie kann es denn angehen? Das ist doch schon wieder Murdoch, ist es sehen da unten im Dschungel. Okay, was war das für ein Back? Aha! Ja, hast du dir wohl so gedacht, Mörder, wa? Ah, da kommt Galarian gehüpft, der hüpft euch alle Hopptole! Hat er sich wohl so gedacht, dass er mich kriegt? Das Schwein. Ach ja, das war lustig. Einfach mal ein Exempel statuieren, mal eben, ne? Das war wichtig. Das war wichtig. Richtig, richtig und wichtig, Leute. Satz. Lassen wir ihn mal eben pushen. Ich habe das Gefühl, dass Kalari auch noch hier oben sein könnte. Weil jetzt mit den ganzen Minions hier dabei kann ich nicht pushen. Er schießt halt nur auf mich, der ist halt so aggressiv. Und das hasse ich. Du hast immer halt einen Carry gegen dich, aber der dann so aggressiv natürlich ist. Dann komm doch her. Komm doch her. Als ob ich mich jetzt von dir. Als ob ich mit ihn jetzt feede. Das ist halt super nervig einfach jedes Mal. Wir gewinnen trotzdem meine Level. Ich brauche mal einen Gank eigentlich von Sina. Ich glaube, nochmal schafft ihn jetzt. Obwohl, hat er schon irgendwas mit? Ja, einmal physisch. Ich hasse es. Also, Carry ist einfach so eine Kackrolle. Wirklich. Das ist so nervig. Ey, auch diese Zielsucher gehen. Du musst mit Murdoch nichts können. Ehrlich nicht. Du musst mit dem Bagger nichts können. Und schon komme ich nicht mehr ran. Auch dieses Wegschieben ist einfach eine Rotzklasse. Einfach eine Rotzklasse. Sorry, aber... Carry ist einfach abfucken. Kommst nicht an den ran und er schiebt dann jedes Mal weg, wenn du ran bist. Kasina, Hilfe!
Wie kann er mich einfach... Meine Güte, ist das ein anstrengender Spack. Oh, ist das ein nerviger Typ, Alter. Sie hat gar nichts gemacht, glaube ich, oder? Hat die überhaupt den getroffen? Alter Schwede. Ein nerviger Typ einfach. Er hat doppelt so viel Farm wie ich, ne? Ist aber halt auch klar, weil ich halt nicht viel machen kann. Ich kann halt nicht viel farmen bei dem. Weil er mich halt immer gleich attackiert. Der ist halt natürlich auch wieder immer direkt auf mich, ne? Also immer. So, das ist halt super anstrengend. Ich hasse, das nervt mich auch so sehr, sowas. Dass du immer gegen den Carry spielst. Ich hol jetzt mal eben Sinas Farm. Er weiß genau, wie er zu laufen hat, ne? Der ist halt echt gut, ey. Er weiß halt instant, wo, wie er laufen muss, ne? Also wie er sich bewegen muss. Ein krasses Movement. So, wenn ich auf ihn zurenne und so. Aber mit meiner Ulti geht's halt eigentlich, weil du echt viel Damage fährst. Nicht an ihm dran bin. Und wenn er mich schon vorher weggeschoben hat, ist immer ganz nice. Ich lasse mich halt wenigstens nicht feeden bei dem, weißt du, wisst ihr? So. Weil es bringt halt nichts, immer gegen ihn zu laufen, und dann feedet man ihn. Das ist halt auch nicht so nett. Nice. Unsere anderen Leute machen aber alles ganz gut. Als ob. An ally has been slain. An ally has slain an enemy. Going berserk. Keep the fight alive. Nice. Immerhin konnten wir da gut helfen. Okay.
My tower destroyed. Warum sind alle hier jetzt plötzlich? Ich wollte doch nur helfen. Oh, der hat unseren Tower da gedrückt, ey. Ja, und der kriegt noch Dings, oder was? Way. An ally has been slain. Mann, als ob, ey. Als ob er wegkommt. Ist er immer noch da? Er ist so näher, als ob der vor allen Dingen auch ein Bronzespieler ist, ne? So. Der hängt vermutlich genauso beknackt in Bronze fest wie ich. Nice. Geh mal in Base, ich hab schon wieder 900. Aber der Mörder pusht halt einfach meine Lane weiter, ne? So, der sagt sich halt einfach so: Nö, ich geh nirgendwo anders hin, könnt mich mal. Das ist halt echt nervig so, weil ich halt nicht ewig gegen den durchhalten kann. Weil er immer halt mich trifft mit jedem Schuss, also er trifft mit jedem Schuss, was schon wieder super weird ist. Und der pusht mich halt immer weg, ne? Ich habe halt nur ein Spell zum Rankommen und der pusht mich halt immer weg. Jetzt ist er mal da drüben. Already? Nee. Okay. The enemy tower is under attack. An ally has slain an enemy. Nice! Unser Schwimmblas ist gut. Checking the battery. Double kill. Going berserk. Nice. Tower weggedrückt. Du Sackgesicht, ey. Wo ist der? An ally has slain an enemy. Don't keep...
Okay. Na, wir machen gut Druck. Wir machen gut Druck, Leute. Snipe. Ja, sie hat den weggesmited, oder? Ich glaube, Sina hat den da weggesmited, als die Gegner da dran waren. Das war strong. Das war gut, ey. Bei uns ist Twimblers hat 16. Twimblers und ich haben die einzigen Kills. Alter Schwede. Passt. So, wir haben mal die Lane so ein bisschen gedrückt. Gucken, ob wir hier noch rechtzeitig kommen. Say the words. And Heresy will take me. Under attack. Hm. Wo ist denn der Murdoch hin? Da. Oh, und er sniped mich weg, ey. Oh, da, wieso sind denn da alle vier, Alter? What the fuck, ey? Ich dachte halt mal, dass irgendeiner von meinen Leuten wiederkommt. Aber irgendwie, wenn du dich auf deine Leute verlässt, bist du überlassen. Keine Ahnung, ey. Scheiße. Ah. Ich dachte halt nicht, dass vier Gegner da sind. Und ich habe gedacht, dass mal irgendeiner von meinen Leuten rechtzeitig wieder da war. Hab ich mich geirrt. Doppel geirrt. Naja. Er macht das schon. Alter. Das ist krass. The enemy inhibitor is under attack. The Prime Spirit has been defeated by an ally. My heresy, it is here. Come at me! Come at me! An ally has slain an enemy. Weißt du, du hast halt irgendwie so einen Murdoch, der spielt gegen mich auf einer Lane wieder super krass. Das ist super heftig, ne? Ich halt kaum gegen den Gegner. Also es ist richtig ein Battle. Ja, richtig dramatisch. Und dann macht er so einen Scheiß, dass er da alleine pusht und einfach instant stirbt. So, wo du so denkst, hast du gerade deinem kleinen Bruder den Controller gegeben oder was? Das ist wieder gemein. Weißt du, bei mir spielt er wieder richtig gut. Wenn dann einer ihn wegsnackt, dann kann er den einfach abschießen. Free Target. No, Twimblast ist tot. Das hat Kohle gegeben für denjenigen. Oh, hallo.
Ich übergebe dir das Feld, tschüss. Naja, ich habe wenigstens Sparrow geholt. Oh, da wäre noch mehr drin gewesen. Kalari hat noch war One-Hit, glaube ich. Aber der war dann weg. The Ally Tower is under attack. Ärgerlich. Aber egal. Ist okay. Das Problem ist, Murdoch ist gut gewesen am Anfang, ne? Gegen mich, One-on-One. Jetzt spielt er aber nicht in seinem Team. Der spielt nicht für sein Team. Und das ist das Problem. Der spielt einfach für sich alleine. Oh, klar ist das Portal ready. Können nicht. Nice. Ja, ihr macht das schon. Einfach im Gebüsch gecampt. Ich musste mir den halt einfach noch holen. Das war mein Kill. Narbasch ist auch weggekommen. Ist auch geil. Na, push What the fuck? Ach, beide waren da. Ach, das, okay, das habe ich nicht gesehen. Ich dachte, das war Merk und Gadget und denke, wieso bin ich so schnell tot? Er hat beide geholt. Ich habe mich gerne geopfert für dich, Twin. Nein, jetzt finish das. Finish him!
immer noch niemanden kill, außer Twimblast und mir. Aber Nabash soll wohl sehr gut sein. Also mein Eindruck ist auch, ich kann das nicht ganz hundertprozentig beurteilen, weil ich bin halt kein Nabash-Spieler. Oh, nee. Aber Nabash macht das wohl sehr gut und supportet Twimblast strong, sodass du nicht rankommst. Ne? Das ist halt sehr, sehr wertvoll. Ruler of the battlefield. An ally has slain an enemy. Hast du ihn mal weggepäst? Legendary. Double kill. Ja, alles jetzt beenden. Unstoppable. Triple kill. Unbelievable. The enemy core is under attack. Nice one, ey. Twimblast Carry, Alter. Der hat das richtig durchgecarried. Oh, geil. Geile Scheiße. Das hat Twimblast richtig gecarried. Props an ihn.